So, bei der nächsten What und diesmal spielen wir Community Chest 3. Und ja, ich denke mal, wenn man Community Chest 1 und 2 kennt, weiß man schon, was einen grob erwartet. Wieder 32 Levels von unterschiedlichen Mappern. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. So, fängt an direkt mit 128 Gegnern. Und 3 Secrets. Sieht auch direkt sehr schick aus. Sieht doch auch wirklich direkt schick aus. So. Gucken wir mal. Obviously werde ich wieder Pistolen statt spielen. Und warum habe ich eigentlich das HUD nicht an? Irgendwie ist es mir jetzt erst aufgefallen. Ich dachte mir die ganze Zeit schon, irgendwas sieht komisch aus. Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Irgendwas passt noch nicht ganz ins Bild. Und ja, es ist das HUD. Naja. So. Ich werde die Imps oben auf jeden Fall erstmal ignorieren. Weil ich einfach noch nicht die Bewaffnung habe. Ich will jetzt nicht meine ganze Pistolenmunition dafür rausballern. Obviously. Okay. Okay, ja, vielleicht bin ich ein bisschen früh, aber... We will see, we will see. Machen wir mal ein Safe. Ach du Scheiße. Hat doch wunderbar funktioniert. Einfach mal mit der Kettensäge ein bisschen Aggro reingehen. Das kann man schon mal bringen, oder nicht? Das ist was, was man durchaus mal bringen kann. So, ich höre Zombies, ich sehe Shotgunner. Wäre natürlich sehr nett, diese Shotgunner. Diese Shotgunner auch mal dort zu treffen, wo sie waren, ne? Ich glaube, die killen sich hier gerade schon selber. Gucken, ob ich den Shotgunner noch dazu kriege, dass er den Karko erwischt. Yes. Mir fehlt halt immer noch eine Schrotflinte, ne? Ich würde halt gerne zu der Position, wo die Shotgunner waren, um mir deren zu schnappen. Aber naja. Dann halt mit der Kettensäge. Jetzt auch noch den Revenant mit der Kettensäge. Also jetzt wird's langsam. Jetzt wird's langsam. Ich glaube, ich sollte vermutlich, ja, zumindest haben wir hier schon mal die Karte. Kommen wir da noch irgendwie hin zu den Schrotflinten? Ich würde sagen, vermutlich nein. Aber hey. Oh, was ist das? Nur Deko? Okay. Ja, tatsächlich nur Deko. So. Dann kommen wir eben wieder hier raus. Und schauen mal. Mhm. Viele Imps. Aber jetzt haben wir ja die Kettensäge zumindest. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das hier ist doch auch ganz interessant mal. Ah, da oben sind Shotgunner. Die müssen auf jeden Fall mal weg. Sehr schön. Ha, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich übersehe irgendwo eine sehr offensichtliche Shotgun irgendwo. Ich meine, danke. Darf ich mal zu irgendeinem Shotgunner hoch? Das ist bitte. Ich meine, es funktioniert ja. Das ist ja das Ding. Ich kann ja nicht sagen, dass es nicht funktioniert.
Aber wo ist denn die Schrotflinte? Wo ist denn eine Schrotflinte? Die muss hier doch irgendwo liegen. Irgendwo muss hier doch eine liegen. Ja. Danke. Ich glaube, jetzt haben wir mehr als genügend mit der Kettensäge erledigt. Dass wir uns jetzt wirklich diese Schrotflinte verdient haben. Aber es war doch auch ganz amüsant, ne? Man kann ja nicht sagen, dass wir hier nicht unseren Spaß hatten. Oder? Wir hatten doch alle unseren Spaß. Das kann man doch schon so sagen. Du würdest du bitte verrecken, danke. So. Peng, peng. Peng, peng. So, zack, zack. Das schnappen wir uns. So. Das ist doch jetzt sehr angenehm. Denk mal. Ja, gut, aufgeräumt haben wir tatsächlich doch auch schon relativ zumindest. Mit Zeit für einen kleinen Cleanup hier, oder? Für so einen kleinen Cleanup. Damit hier erstmal alles erledigt ist. Denke mal, die Munition haben wir. Jetzt sowieso. Und zur Not habe ich die Kettensäge. Ich glaube, ich habe jetzt bisher bewiesen, dass ich durchaus weiß, damit umzugehen. Ich musste es zwar irgendwo zwangsläufig. Aber es hat echt wunderbar funktioniert. Besser als ich erwartet hätte. So, das hier sieht doch auch ganz interessant aus. Was ist hier unten? Nichts außer Schmerz. Naja. Da geht's durch. Yes. Ah, cool. Sehr viel Schrotflintenmuni. Mehr ist hier nicht. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht hier hin. Nee, da ist eigentlich auch nichts mehr, ne? Okay. Also wir haben eine blaue Karte. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich die einsetzen soll. Da hoch kommen wir nicht. Das ist zu. Ja. So. War hier doch nicht noch irgendwas? Nee. Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe? War vielleicht hier drin noch irgendwo irgendwas mit der blauen zu tun? Aber wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich meine, da war nur die blaue Karte selbst auf dem Podest. Auf dem Weg dahin war keine blaue Tür zufälligerweise schon. Nee. Was würde eigentlich passieren, wenn man hier runterstürzt? Ist das der Tod? Ah, nee, man kommt hier wieder hoch. Okay. Aber das wollte ich nur wissen. Ja, nee, dann ist hier auf jeden Fall nichts. Ah, genau, ich sollte hier vielleicht nochmal hochgehen. Bevor ich das vergesse. Na, komm. Und hier lang. Genau. Das hier hat eine blaue Umrandung, also wer weiß. Zack, oh, die war schön. Die war schön, die Explosion. Die hat doch Freude bereitet. Oh, nice. Bisschen HP. So, jetzt machen wir hier mal. Hier mal erstmal ein bisschen Action, bevor wir weitergehen. Aua. Okay, die waren schon fertig mit was auch immer sie sich da eingebrockt hatten. Zumindest war ich mir relativ sicher, dass sie eigentlich am Infighten waren. Hab's vielleicht aber auch falsch gesehen. Kann ja auch sein. Oh, tschüss, Karko. Sehr schön. Zack, zack. Dann gucken wir doch mal. Wir haben hier, glaube ich, noch eine Möglichkeit weiterzugehen. Yes.
Ich glaube, da ist jemand eingesperrt, der Arme. Der arme, arme kleine Kako. Oha. Ja, der ist direkt weitergegangen. Wunderbar. Oh. Oh. Interessant, interessant. Aber wahrscheinlich kommt man da irgendwie hier durch und so einfach wird es vermutlich nicht werden, ne? Frech aber auch, frech. Naja. Naja, ich meine, wir haben eh die meisten Kills schon gemacht und ins nächste Level darf ich eh nichts mitnehmen. So, wir haben auf jeden Fall was geöffnet. Ah, okay. Interessant, dass die Türen offen sind. Ich würde fast schon wetten, dass dahinter dann das Secret ist. Okay, aber so einfach macht man es mir echt nicht. Ne? Man will schon gemein sein. Man will echt gemein sein. Man will richtig gemein sein. Wieso will man gemein sein? Ich habe nichts getan. Um es zu verdienen, finde ich. Naja. Dann halt nicht. Zack, zack. Guck mal, da ist auch... Okay. Dann euch mache ich schnell fertig. Wartet eben. Seid mal so gut und geht nicht weg. Oh, kommt ja sogar noch hinterher. Wie seid die letzten Kills? Ihr seid ja die letzten Kills. Danach bin ich fertig. Ja, krass. Naja, das Exit muss ich ja immer noch finden. Aber ich glaube, das Exit ist einfach nur mit einer gelben Karte, ne? Ja, okay. Jetzt würde mich eine Sache auf jeden Fall interessieren. Kann ich hier theoretisch durch? Nee, nicht so einfach. Wie würde man dann auf die Kiste da hinten kommen? Ach so, vielleicht von hier? Nee. Kriegt man von hier aus einen Sprung hin, ist die Frage. Aber warte doch, man kann sich hier super leicht doch wunderbar hinbewegen. Ist aber kein Secret, ne? Es ist frech, aber kein Secret. Aber ja, ich nehme mal schwer an, dass hier nur das Exit sein wird. Ja, ja. Ich mag auch irgendwie immer diese roten Markierungen auf dem Boden. Das hat irgendwie ein bisschen was Comichaftes fast schon. Finde ich. So dieses übertriebene Signalisieren von Pow, da musst du hin. So. Aber gut. Dann würde ich mal noch die beiden Secrets suchen. Okidoki, die Secrets. Wir fangen an. Hier, wo es Richtung Exit geht, kann man das hier drücken. Juhu! Kriegen eine Marine-Leiche und auch ein klein bisschen Ausrüstung. Ist das nicht schön? Genau, und dann, ich hätte es eigentlich in einer anderen Reihenfolge machen sollen. Wäre irgendwie klüger gewesen, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Dann gehen wir noch einmal hier durch den Teleporter. Und so. Rennen. Und dann ist das hier offen. Da ist eine Triggerlinie auf dem Boden. Die dafür sorgt, dass die Türe sich öffnet. Man muss halt. Ja, man muss halt rennen, weil die schließt sich auch wieder. Aber gut. Damit hätten wir, denke ich mal, alles gemacht. Und zack. Yeah. Wunderbar. Das war doch ein echt, echt schönes erstes Level. Ich hab's, finde ich, auch ganz okay gelöst, wenn man bedenkt, dass ich erstmal nur die Kettensäge und offensichtlich
die dafür notwendige Schrotflinte für die Bereiche nicht dabei hatte. Aber nee, hat doch alles wunderbar funktioniert, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr schöner Einstieg. Aber gut, würde ich mal sagen, sieht man sich bei der nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.